Na, dann macht ihr mal, ich paff mal noch hier zu Ende und dann mache ich mit. Also das war schon. Ja, das ist ein üblicher Chef, ey, ne? So ein richtiger typischer Chef. Also was machen wir? Plattform. Mann. Ja, ich stehe schon mal. Ja. Ich habe schon vor einer halben Stunde die Zielgerade angefangen, also lange dauert es nicht mehr. Mann. Kannst du richtig vorstellen, wie der da sitzt. Und kackt. Aber nicht wieder Durchfall im Kran kriegen heute, ne? Ja. Wer ist Mister? Das waren die Chili Cheese Nuggets. Das war, ne? Ja. So gut wie sie schmecken. Oh, verdammt. Oh, naja. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ach nee, das war Dings hier. Das war, wo ich bestellt habe hier. Das Essen. Ja, das war hier überbacken. Artischocken war das. Artischockenherzen, genau. Habe ich nämlich heute Morgen in der Aufnahme gehört. Ich habe es versucht zu analysieren. Scheiße, wenn man älter wird. Kriegt man einen Scheiß nach dem anderen. Ja. Vorher nie Probleme mit irgendwas gehabt. Jetzt hat man Allergien, so eine Schwindel-Ding. Ja, jetzt geht's los. Jetzt kommt alles raus. Nach Leo. Leo, dir eine gute Nacht, mein Lieber. Na. Hast du gesehen, was heute gepostet hat, Dings hier, alte Tattoo-Liebe? Nee, was denn? Vorhin waren noch zwei Termine frei, jetzt nur noch einer, also vorhin zumindest einer noch. Achso, hier für dieses Dings-Tattoo. Wannabe. Was ich aber nicht kapiert habe, was das sein soll. Ja, das sind halt so vorgefertigte Dinger, die er da liegen hat, ne? So eine Rose oder sowas oder ein Fisch. Achso, maximal 15x15 für 150. Genau. Waren auch zwei Termine rucki zucki weg gewesen. Einer war dann noch der. So. Ich warte jetzt erstmal ab, was das da ergibt. Kam schon was von ihm? Nee, ne? Nee. Okay. Ich habe überlegt, ihm zu schreiben am 5. Nee, da, dann kann man sich mal hinsetzen kurz. Mhm. War doch 5. ne? 5. mit Fußball. Ja. Ja. Mhm. Ja, dann kann man nämlich da mal kurz hin und so. Ja. Theoretisch. Ja. Oh, sorry, Van. Du hast einmal das Randding und einmal innen drin. Ja. Glaube ich. Genau, ja. Aber da war auch ein langer Tag, der wollen wir das? 19. Ja. Und der Fahrer, der hat echt die Arschkarte. Naja, ich habe ja gesagt. Der kann ja dann erst anfangen, wenn alle anderen schon im Bett liegen, oder? Also, ich habe ja gesagt, ich würde ja auch theoretisch fahren, ne? Aber Michael hatte sich bereit erklärt. Hätte ich halt erst um 17 Uhr was getrunken oder 18 Uhr, wenn wir wieder zurück sind. Ja. Alles auf Kopf nacken beim Fußball, geil. Was? Wer weiß, was die da wieder haben. Da waren wir ja noch nicht. Mal gucken, was es da gibt. Ja, stimmt, da gibt es wahrscheinlich nur Bier und Glühwein. Naja, bestimmt wieder nicht zu essen. Wenn du Glück hast, kriegst du überhaupt Bier. Oder die haben viel zu wenig Bier. Ja. Weil ich hatte eigentlich auch nicht vor, das jemandem zu sagen. Hä? Obwohl, wir sind ja am 5. schon da. Ob was sagen oder ob was nicht sagen? Nö. Nö, ne? Würde ich auch nicht machen. Aber wir können ja notfalls einen Bierkasten einpacken. Mhm. Ach so, am 19. meinst du? Ja. Nur war ich so gedacht, zwei Kisten Bier würde ich schon mitnehmen, bei 8 Leuten. Mitnehmen? Ja. Bei 8 Leuten oder 7 Leuten? Da musst du aber 3-4 kaufen, oder? Ja. Oh. Einen haben wir noch hier.
Tobi bringt bestimmt wieder das leckere Heineken mit. Aus dem Fass. Wer? Tobi, das Fass. Boah, nee. Das hat so komisch warm, geschmeckt. Ja. Das war nichts. Und Sören bringt... Ich muss hier mal ganz kurz TikTok ausmachen. Nur so ein Whisky mit wahrscheinlich. Ja. Was bringe ich mit? Und dein Whisky. Whisky? Oder was trinkst du aktuell? Alles. Ich hab Rum, Whisky, Cognac, Tequila, Rum, Wodka. Oh, gesagt. Für einen Tequila-Abend. Whisky. Ich kann den Tequila und ist halt schon alles angerissen, ne? Aber warum kann man ja auch alle machen. Oh, das ist egal. Schöner Beluga-Wodka hätte ich noch da. Mhm. Ich mache einen Knoblauch-Wodka wieder fertig. Mhm. Nun habe ich gerochen und da wurde mir kotzübel. Ja, die waren auch noch kurz und übel, draußen kurz und mal. Ja. Van hätte, siehst du, Van hat auch richtig Bock. Ich trinke nur Bier, mega, das ist oft. Ja, richtig, ja. Das nehme ich mir auch immer vor. Ja, das Festival habe ich hingekriegt, außer halt ein paar Mexikaner und. Mhm. Das war's, ja. Vielleicht könnte ich ja Mexikaner. Ich eins verschlucken, wenn's nur. Vielleicht könnte ich also 5 Liter Mexikaner machen. Boah, nee, das schafft man schafft nicht. Das 5 Liter Mexikaner? Mhm. Das schaffen wir nicht zu trinken, ja klar. Na, wer denn? Ja, du und ich. Wer ist denn da? Was sagst du so? Wer denn noch da ist? Kennst du alle nicht. Ja, doch, André war doch letztes Mal auch da, kurz, ne? Kurz, ja. Ja, mit denen hatte ich ja gekotzt. Stimmt. Stimmt. Ich hab den Kronkotzen gemacht. Mhm. Ja, also, ja, nur André, wir, die du kennst und. Den Rest kennst du nicht. Nee, Michel nicht. Also Flo kommt noch auf vom Festival. Pia. Tobi kennt er auch. Wenn's klappt. Stimmt, Tobi, ja. Also, wenn's klappt, ja. Aber ich war so voll bei dir, ich kenne bestimmt da keinen mehr. Ja, die Polen sind auf jeden Fall nicht da. Nee, die sind nicht da. Das war auch relativ gemütlich, ne? Und auf einmal hat es so einen Schlag gegeben, war irgendwie alles komplett Chaos. Ja. Was? Chaos, ja? Naja, so, dann war auf einmal welche da und genau wie das eine Silvester hier auch. War alles ganz gemütlich gewesen. Und auf einmal standen sie draußen auf dem Flur und haben gewartet, bis sie rein können. Was ist denn hier los? Ey, die Bude sah aus nächsten Tag. Das war unglaublich. Ich habe eine Woche lang die Tür zugemacht. Wir hatten 12 Kartons Hubertus-Tropfen. Die lagen alle auf dem Fußboden, die Flaschen. Donnerwetter, nee. Werden. Na, wo war hier Silvester, das Silvester, wo du vorher hier warst mit Flo. Achso, also einen Tag später. Ja, genau. Ja, also den Abend, wo keiner mehr da war, außer ich. Genau, wo du allein im Keller saß, weil Flo auch abgehauen ist, in Hoffnung, naja. Ja. Doch, wenn du bist dabei, Überraschung. Tada! Tada! Das Geilste ist, Kopf, wo ich auf Feuer hab. Tada! Jetzt kommt gleich, ich muss arbeiten. Ja, 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 ja. Das geht schnell, aber auch langsam voran. Naja, sieh, meine Arbeitsgeschwindigkeit richtet sich nach dem Stundenlohn hier und da der sehr gering ist. Meiner erst. Ja, es ist Wahnsinn. Ich kann schneller kurbeln, aber ich hab keinen Bock. Ja, liegt auch immer an den Machinisten.
Ja, vor allem der, hier der Pott, der sollte erst am 23. kommen, Alter. Wo hast du den bestellt? Bei Amazon, aber bei Voodoo direkt. Ach so, hm. Da stand da zwischen 21. und 23. Na, nächsten Monat muss ich auch, weil ich habe jetzt nur noch einen Coil. Da waren jetzt wieder zwei dabei. Mhm. Vor allem, was sie mir erzählt hat, ne? Beim Potter sind dann nur zwei Coils dabei, der eine mit 50 und einer mit 70. Die kannst du dann ja nur mit 70 Watt machen. Ja, genau. Mhm. Ich gucke heute auf die Tüte, auf meine hier und die auch dabei waren. Da steht maximal 70 Watt. Das heißt ja von bis. Genau. Also von das geringste, was die Maschine kann, bis maximal 70 Watt. Ja. Sie meinte, ja, das ist ja kein Wunder, dass bei dir das ganze Liquid rausläuft. Das kann der gar nicht verarbeiten. Ich so, hä? Ich rauche seit über ein Jahr mit dem Scheiß. Das ist so nie ausgelaufen. Ja, du hast ja gesagt, das Gummi war irgendwie kaputt, ne? Ja, ja. Ja, es ist porös geworden. Das ist auch richtig fest oben drin. Mein Ersatz, was ich hatte, das hat überhaupt gar nicht so gefasst. Also das. Mhm. Weiß nicht, ob das noch eingeklebt ist da oben oder so. Also ich habe einmal den Originaltopf da und einmal. Und zwei Ersatztöpfe habe ich mir bestellt. Ja. Also mich überlegen, ob ich nächstes Mal gleich nochmal einen Ersatz hinlege und dann. Ja. Hallo Philipp. Server. Apropos Server, was ist heute mit deinem TV gewesen? Lief erst nicht, dann haben wir kurz geschrieben oder ich habe geschrieben, er hat angerufen. Und dann lief er kurz wieder und dann wieder nicht. Habe ich schon gewundert, wo ich nach Hause kam. Genau da, wo ich die Werbung hochgeknallt habe, ja. Achso, hast du schon. Ja, ja, da habe ich gestern hochgestellt, um mal für eine Woche oder bis Ende des Monats zu gucken. Er hat dann bestimmt gesehen, Philipp, dachte sich, gibt's nicht. Jetzt habe ich mal geguckt, ich habe wirklich das Stadion gar nicht. Ich hatte das Space Shuttle noch geholt gehabt. Das war mit dem Paket drin. Ach so. Das war die drei waren es, ne? Space Shuttle und. Space Shuttle und. Stadion Field. Genau, in dem einen Paket, was wir geholt hatten, da war nur Dings drin. Space Shuttle und. Flugfeld. Ja. Das Stadion hatten wir uns noch gar nicht geholt. Ja, gut. Hätten wir das jetzt gewusst, hätten wir das gar nicht holen müssen. Hätten wir gar nichts holen brauchen eigentlich, ne? Nee, hätten wir gar nichts holen müssen. Düdüm. Ja. Richtig düdüm. Übrigens kann ich spoilern, wenn ihr wollt. Was denn? Also mir hat irgendeiner erzählt, dass wir jetzt bauen, wird gespiegelt fertig. Also beide Seiten werden fertig und dann müssen wir die anderen nochmal bauen und dann werden die beiden fertig. Ah. Also das heißt, du baust die und eine quer und die anderen beiden werden automatisch. So habe ich es ja auch fast gedacht. Ich habe mir schon fast gedacht, dass sie nicht vier Stück, das wäre auch ein bisschen zu viel gewesen. Ja. So. Ach, kommst du denn noch ran? Ja, ja, da komme ich ran. Ich muss ihn nur ausfahren. Ah, oh, ich. Warte. Warte. Mal kurz ausmachen. Ich habe da schon Wasser getrunken, Teufel. Er muss ja doch gucken. Musste gucken. Da.
Kira ist auch schon offen. 99, 100. So, was war das an? Was ist das andere jetzt? Ach, da drüben. Okay. Wo? Auf der anderen Seite. Ja, warum machst du 3%? Das geht doch gar nicht. Ja, da drüben ist ja nichts hingekommen. Aber das war vorher schon, bevor ich überhaupt angefangen habe. Stand da schon 3. Nicht. Boah, wieder. Ja, okay, das ist genauso groß. Ja, Stundenlohn passt nicht, Van. Ich gehe aber auf G, ey. Natürlich, ich fahre ihn erstmal schnell kurz aus dem Stück. Komisch, diesmal muss ich nicht aussteigen. Ich finde diese Rückwärtskamera so scheiße, du siehst den nur von oben. Ey. Ja, ey, warum drücke ich denn heute immer auf G? Ja, das stimmt, bei mir geht der heute auch die ganze Zeit immer voll hoch. Zack, zack, Zeit ist Geld, welches Geld? Fängt ja auch wieder an mit Eis, Alter. Mann, Mann, Mann. Jetzt, wo Winter wird, da fängt hier an mit Eis. Ja. Wer ist schuld? Bernd. Bernd ist schuld. Hey, Sachse, WB. Sachse wieder. Nee, nicht Bernd das Brot. Nee, Bernd Stromberg. Bernd das Diff. Diff? Diff, Diu. Bernd aka Dean. Dean heißt jetzt Diff. Dean, I like to fuck. Ja, das ist gut. Das machen wir. Ja, weil du wahrscheinlich heute Morgen nicht mit live warst. Nicht im Live warst, wo er gestreamt hat, der Kacklappen. Genau, so sieht das aus, Sachse. Na, ja, hallo, Gärtnerarzt. Also schön allen einfach saubeutelt, außer den arbeitslosen Schmarotzer. Schön hops genommen habe ich euch. Was? Was? So ein Ding, genormtes Brathähnchen wäre auch knusprig. Das können wir auch auf den Asphalt-Ding erwärmen. Moin Gärtner, und ja, moin was. Moin Gärtner, hallo Arzt. Gibt doch auch Leute, die arbeiten müssen, da geht ja immer live, der Ochse. Also, er war heute Morgen live, bodenlos, so, ne? Das ohne Ankündigung. Ja, genau. Lea, oh Mann, Alter, kannst du, ich sitze hier gerade richtig schillig, Alter, ich muss mich hier laufen bewegen wegen dir. Achso, alle? Ja, ich muss doch mal, was ist denn mit dem Chef, den siehst du nicht, den hörst du nicht. Der pennt da hinten. Ich penne nicht, ich mache Sachen. Ich mache ja. Sachen. Er bauzeichnet. Er bauzeichnet, ja, genau. Ja, ich bauzeichne die Konstruktion nach. Ne? Ja, ja. Mit so Kreisen in der Luft aus ich Rauch. Ich stelle mir gerade mein Starter-Paket von Holy. Nein, warte noch. Warum? Mein Kopf kriegt, wenn er das kriegt, kannst du gleich darüber bestellen. Ja. Ich hatte jetzt schon einen Gutscheincode mit 10% Rabatt. Kackler. Ja, mach den, machst du nochmal. Aber danach bestelle ich ja, wenn es gut ist. Dann melde ich noch nicht an. Wieso gedickt? Jede Woche dann. Lass mich dich doch. Ne, warte mal, Alter. Ich dings dich. Ich werf dich an. Ich dings dich an, warte. Ich werf dich an, dann kann ich. Krieg Punkte. Wie immer mit Tom. Das ist ein Punktesystem. Was? Davon konnte erstellt, schnell abgeschickt. Hallo Kai, grüß dich. Guten Abend.
Mir geht's bestens. Wie geht's dir, Kai? Wenn ich dich werbe, krieg ich Punkte. Und für gewisse Punkte kannst du Sachen einlösen. Ich glaube, der Engi ist da. Muss mal Martin fragen. Vielleicht will er auch mal probieren. Das glaubst du wohl selber nicht. Nein. Apropos Martin, da willst du meinen Geburtstag zu mir kommen. Das ist ja so lang. Da wollten wir sprechen, ob wir vielleicht zu Kopf kommen im November. Bitte was? Dass wir uns alle bei Kopf treffen. Oha. Martin, Eggy. Also ich habe am 9. November Birthday, ne, Geburtstag. Ja. Und da die zwei Wochen noch nicht frei, vom 4. bis 18. oder so. Boah, wow, Sören wird volljährig. In die 18, wa? In die 21. International volljährig, meint er. Ach so, 21, ja. Oder wir sagen es mal so, international schlafen wir nicht. Genau. Mach mal schön 20 Mal klopfen hier auf den Knabe mal jetzt, sonst wird das hier nicht geöffnet. Okay. Also muss Kopf jetzt überlegen, wie er das, na gut, dann muss er seinen Sohn halt abgeben. Ja, da könnte ich meinen Bruder fragen, er hat sich immer angeboten. Und dann geht's nicht. Martin, ein Trinken, Alter? Nicht so gut im Moment, erkältet, das hört sich gar nicht gut an, Kai, er wünscht dir auf jeden Fall gute Besserung. Bist du denn krankgeschrieben oder klappt es noch halbwegs? Klingt nach einem Plan.